Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Mein Name ist Cornelius van Lessen, der feinstoffliche Virenscanner, energetischer Heilung. Ja. Blockaden der Entscheidungsfindung energetisch löschen, das ist das Thema. Wir waren gerade schon überlegen, ob wir nicht so ein ähnliches schon gemacht haben, aber das wird sich dann rausstellen. Wir machen das jetzt. Gut. Wie immer zeitlose Videos, die kein Ende haben. Also lade ich jetzt mal alle diejenigen ein, die mit der Entscheidungsfindung Probleme haben. Die mögen jetzt kommen. Und aus diesen Personen bilde ich dann jetzt diese multidimensionale Persönlichkeit, und an der ich dann arbeite, die alle inkludiert, die von jetzt bis in die Unendlichkeit dieses Video schauen werden. Deswegen wirkt es immer, egal wann es geschaut wird. So, dann schauen wir mal. Na, es muss noch ein paar, es fehlen noch ein paar. Es sind schon zwar welche da, aber so, die Einladung, spreche ich immer die Einladung an, aus. Es ist für mein Gefühl ein wichtiges Thema. Gut, okay, jetzt scheint es besser zu sein. Ja. Dann gehen wir mal dran. Also Entscheidungen müssen wir im Leben immer treffen. Und wenn wir diese Entscheidung nicht treffen, werden wir entschieden. Werden wir Opfer von Entscheidungen anderer. Insofern ist es sinnvoll, eigene Entscheidungen zu treffen und sich nicht entscheiden lassen. Ne? Also du hast jetzt die Wahl nur noch. Du machst das, weil ich es habe, ist bestimmt. Ne? Also, wie fangen wir damit an? Machen wir das ganz banal. Also an dieser, alles was uns aufhält, eigene Entscheidungen zu treffen, nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller Zuschauer jetzt raus, in diesem Leben, früheren Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten. Alles was dazu führt, dass wir eigene Entscheidungen fällen, dass wir für uns die Wahl treffen und nicht uns als Opfer fühlen oder das über uns bestimmt wird, das spiele ich jetzt bei uns ein. Bei den Entscheidungen ist ja das Thema, ist der Weg richtig oder ist der Weg falsch? Die Angst vor der Falschentscheidung. Ja, das haben wir schon mal so ähnlich gemacht, ich fühle das. Das nehme ich jetzt nochmal vollständig aus dem System raus, die Angst vor der Falschentscheidung. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt in allen Dimensionen an Zeiten. Die Freude für die Entscheidung, dass wir unseren Weg beschreiten, dass wir unseren Weg gehen, das spiele ich jetzt ein. Das Zögern, keine Entscheidung zu fällen, weil wir ja auch eine falsche Entscheidung fällen könnten, das nehme ich nochmal aus unserem System aller Zuschauer jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt in allen Dimensionen, allen Zeiten. Die Leichtigkeit, ganz locker eine Entscheidung zu fällen und das als Gewohnheit zu nehmen, ja, ich entscheide mich, links, rechts, dahin, das mache ich, oder das entscheide absichtlich, das auch zu lassen. Was habe ich jetzt letztens nochmal? Wenn man bestimmte Sache gemacht hat, dann kann man auch sagen, es ist jetzt gut, damit ist die Sache erledigt. Das gehört auch dazu, dass wir das Thema nicht endlos weiter in unserem Gehirn weiter wälzen, sondern einfach auch eine Sache mal beenden, sagen, ja gut, diese Beziehung ist zu Ende oder die Entscheidung habe ich getroffen und das war's. Also alles, was uns hindert, einen Abschluss zu setzen. Das nehme ich jetzt nochmal vollständig aus dem System aller Zuschauer jetzt raus. In diesem Leben, frühen Leben, parallel werden alle Dimensionen und Zeiten. Alles, was dazu führt, dass wir auch sagen, gut, das habe ich so entschieden und damit ist die Sache für mich erledigt. Das spiele ich jetzt ein. Wenn man keine Entscheidung fällt, ist das so ein bisschen kindliches Verhalten. Klingt ein bisschen brutal, glaube ich. Aber im Kind
das Alter werden ja uns die Entscheidungen abgenommen. Die Eltern entscheiden für uns und wir sind derjenige, der sagt, okay, gut, ich muss jetzt um 8 Uhr ins Bett, will ich zwar nicht, aber ich muss ins Bett, weil die Eltern haben es entschieden. Ne? Also dieses kindliche Verhaltensmuster, auf die Entscheidung von außen zu warten, das nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller Zuschauer jetzt raus. Und dieses Erwachsenwerden, selber Entscheidungen zu fällen, selbst für mein Leben Verantwortung zu tragen, das spiele ich jetzt ein. Es gibt ganz viele, die sind zufrieden mit einem übergriffigen Staat, sage ich es mal so, dass wir von außen alles gesagt bekommen, weil ich muss da drin nicht drüber nachdenken. Also wie machen wir das jetzt? Das Unvermögen, eigene Entscheidungen zu fällen und das lieber an große Institutionen abzugeben, das nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller Zuschauer raus. Und die Fähigkeit, sich selbst zu entscheiden und nicht auf das Machtwort von irgendjemand zu warten, das spiele ich bei uns jetzt ein. Alle Informationen, dass wir, wenn wir eine falsche Entscheidung sehen, dass wir die Angst vor der Bestrafung, das nehme ich jetzt vollständig aus dem System von allen Beteiligten jetzt raus, in diesem Leben, früheren Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten, die Freude der Entscheidung, die Freude am Entscheiden, die Freude, den Weg selbst gegangen zu sein und unsere eigene Entscheidung gefällt zu haben, das spiele ich jetzt ein. Ja, ich habe eine Klientin, die kann sich nie entscheiden. Und dann wird immer über sie entschieden, auch mal negativ über sie entschieden, vom Schicksal, vom Lauf der Dinge. Also sie, als Beispiel, sie konnte sich nicht entscheiden, jetzt einen Job anzunehmen, der aber wohl passig gewesen ist. Und dann hat sie gesagt, nein, ich will, weiß nicht, ich überlege mir mal noch den anderen Job, will ich mir noch mal anschauen. Und am Ende des Tages hatte sie keinen Job gefunden. Da sind alle Jobs an ihr vorbei gerauscht, weil diese Unsicherheit hat der zukünftige Arbeitgeber auch gesehen. Kurz und knackig entscheiden, das ist der richtige Weg. Also nicht auf die Zeitschiene, dieses Ausschieberitis, ich entscheide nicht heute, in einer Woche, einen Monat, ein Jahr oder irgendwann. Diese Aufschieberitis nehmen wir jetzt nochmal vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten. Die Freude am Entscheiden, die Freude am Sofortentscheiden, egal ob es richtig ist oder falsch ist, ich entscheide mich jetzt, wo ich den richtigen Impuls dafür habe, wenn ich mich um die Sache kümmere und dann fälle ich auch eine Entscheidung, was zu tun ist, das spiele ich jetzt ein. Es gibt das schöne Wort, deswegen erinnere ich mich, dass wir so ein ähnliches Video schon mal gemacht haben. Zeigen mir einen Menschen, der nicht erfolgreich ist, der sich entscheiden kann. Das gibt es nicht. Erfolglos ist man, wenn man sich nicht entscheidet oder nicht entscheiden kann. Ne? Also diese Erfolgsbremse, nicht entscheiden zu können oder auf die lange Bank schieben, machen wir dann nochmal pauschal raus. In diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten. Und den Erfolgsgarant, ich entscheide mich, ich akzeptiere alle Konsequenzen, ob richtig oder falsch. Ich folge meiner Intuition und den Informationen, die ich bekomme und entscheide aufgrund dieser Sachlage jetzt, hier und sofort. So, Entscheidungsblockaden der Entscheidungsfindung. Schwierig wird es natürlich immer, wenn man zwei gleichwertige Geschichten hat, wo man sich entscheiden kann oder sollte. Puh, keine Ahnung, was man sagt. Also machen wir es jetzt banale Entscheidung für so einen Küchenherd. Es gibt verschiedene Marken, die sind alle gleich gut. Oder ähnlich, Nuancen besser. Dann kann man sich informieren, welcher Herd ist meinetwegen bei Stiftung Warentest gut gewesen oder bei der anderen Test ist gut gewesen. Und am Ende muss man dann sagen, okay, das fühlt sich gut an, das mache ich.
da macht es keinen Sinn mehr. Wenn ich einen Herd brauche, dann entscheide ich mich für den Herd. Ob das die neueste Technik ist, weiß ich, Induktionsfeld oder Ceranfeld oder was auch immer, was da gut ist, oder Dunstabzughaube im Herd, was alles geben kann. Irgendwann treffe ich die Entscheidung und sage, das ist das, das will ich jetzt kaufen. Und damit ist dann der Fall auch erledigt. Ob es noch eine bessere Ofen gäbe oder auch nicht, spielt dann auch keine Rolle mehr. Ich habe mich ja dann entschieden. Ne? Also die Unfähigkeit, bei fast gleichwertigen Entscheidungsgrundlagen nicht entscheiden zu können, das nehme ich jetzt vollständig aus dem System heraus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten. Und wenn man ehrlich ist, spielt es keine Rolle. Da ist die erste Entscheidung genauso gut wie die zweite und ich kann eigentlich gar nichts falsch machen. Und aus dieser Sicherheit, dass ich gar nichts falsch machen kann, wähle ich das, wo es vielleicht eine Nuance besser ist. Das spiele ich jetzt bei uns ein. Ja, komplizierter wird es ja noch bei einer Partnerschaft. Partnerschaft, gehe ich da hinein oder gehe ich da nicht hinein in die Partnerschaft und in die Beziehung? Das kann jetzt, glaube ich, nicht mehr mit so einer Formel. Man kann ja auch eine Liste anfertigen, Pluspunkte, Minuspunkte. Und dann schaut man, was dann am Ende rauskommt. Ich glaube, bei so einer Beziehungsgeschichte muss man einfach das Herz, das Gefühl sprechen lassen. Ne? Und sagen, jawohl, das passt oder jawohl, das passt nicht. Also alle emotionalen Blockaden, wo ich mich schwer tue, mich zu entscheiden, nehme ich jetzt vollständig aus dem System heraus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten. Und am Ende einfach das Herz befragen und zu sagen, okay, was ist mein Gefühl dazu? Und darauf die Entscheidung fußen. Das mache ich persönlich relativ häufig und erfolgreiche Menschen machen das auch. Es gibt über der Logik hinaus noch ein größeres Wissen. Und wenn ich den Impuls habe, es ist in Ordnung, das so zu machen oder diesen Weg zu gehen, dann darf ich den auch gehen. Wobei ich den rational vielleicht gar nicht erklären kann. Könnte rational auch vieles dagegen schwören, aber ich habe diesen Impuls und dann darf ich diesen Impuls nachfolgen. Und der ist dann auch richtig in den meisten Fällen. Ne? So, Entscheidungsblockaden der Entscheidungsfindung. Naja, aber es gehört dazu. Was sagt mein Nachbar dazu, wenn ich das und das gemacht habe? Also die Ängste, was können andere darüber denken? Das nehme ich jetzt mal vollständig aus dem System aller Beteiligten jetzt raus. Diesen Leben, frühen Leben, Parallelwelt in allen Dimensionen, allen Zeiten. Das dürfte niemals die Grundlage einer Entscheidung sein. Was sagt der Nachbar oder was sagen Freunde oder was sagen andere dazu, wenn ich das und das so entscheide? Dann bin ich abhängig von dem Urteil anderer. Ich entscheide alleine. Ich entscheide nach bestem Wissen und Gewissen alleine. Das spiele ich jetzt ein. Dieses Zaudern müssen wir nochmal machen. Alles, was am Urvertrauen fehlt, das nehme ich jetzt mal vollständig aus dem System aller Teilnehmer jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, allen Zeiten. Urvertrauen, Selbstbewusstsein, Zuversicht, glücklich sein, das Gefühl haben, immer geführt zu sein und dieser Führung folgen zu können, das spiele ich jetzt ein. Ja, es ist vielleicht aktuell, ist das schöne Wort oder schlechte Wort, Triage. Also es gibt manchmal Dinge, wo ich entscheiden muss und kann nur das kleinere Übel wählen. Und auch das ist in Ordnung. Einfach das kleinere Übel wählen. Also und ja, bei der Triage geht es ja um helfen, wer die bessere Überlebenschance hat. Das tun die jetzt auch. Instinktiv wissen, der hat keine Chance. Der hat eine Chance und dem helfen wir. Also alles, was uns aufhält, das kleinere Übel zu wählen oder
Das nehme ich jetzt vollständig aus dem System aller Beteiligten hier raus und spiele die Fähigkeit ein, dann auch blitzschnell die Entscheidung zu fällen und sagen, ja, diese Kraft kann ich nur dahin lenken und das werde ich dann auch so tun. Das spiele ich ein. Das ist ja auch auf der beruflichen Geschichte so. Wir haben alle Multi-Interessen. Ich bin jetzt weniger der Künstler, das versucht mich jetzt nicht so, also ein Klavier zu spielen oder ein Instrument. Aber auch wenn man im bestimmten Bereich gut sein will, darf man eine Entscheidung fällen. Und die Entscheidung heißt, ich konzentriere mich auf dieses Feld. Die anderen, wo ich jetzt vielleicht auch eine Affinität zu habe, die dürfen existieren, aber meine Konzentration gebe ich diesem Feld, ne? Also die Unfähigkeit, sich konzentrieren zu können auf einen bestimmten Bereich, nehme ich jetzt vollständig aus den Beteiligten jetzt raus. Diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt in allen Dimensionen, allen Zeiten. Die Freude nach der Entscheidung, den richtigen Weg gefunden zu haben, das spiele ich jetzt ein. Wenn wir unserer Intuition folgen, wenn wir unserem Bauchgefühl mit einschalten, sollte nichts heißen, dass wir nicht auch logisch überlegen dürfen. Meinetwegen die berühmte Strichliste machen. Plus, Minus, was ist gut, was ist schlecht. Wenn wir aber vor allen Dingen bei unserer Berufung unseren Weg folgen, dann wird ganz viel passieren, dass wir unterstützt werden. Da bin ich von überzeugt, sehe ich ja bei mir selbst auch, dass das so ist, wenn man den richtigen Weg angeht, dass es dann auf einmal richtig läuft, ne? Und die Sache dann sich beschleunigt. Ne? Okay, was haben wir noch? Ah ja, wenn ich eine falsche Entscheidung getroffen habe, das ist gut. Wenn ich merke, absolut falsche Entscheidung, die Unfähigkeit, eine falsche Entscheidung getroffen haben, zurückzunehmen, nehme ich jetzt von allen Beteiligten jetzt raus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelt, in allen Dimensionen, an Zeiten, und mich selbst zu korrigieren und sagen, okay, falsche Einsicht, falsche Information gewesen, da bin ich jetzt total auf die falsche Strecke genommen. Ich korrigiere mit leichtem Herzen meine Entscheidung jetzt. Ich weiß gar nicht, wer das erzählt hat. Ich weiß nicht, Adenauer, sage ich mal. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Man darf auch mal neu entscheiden. Das ist ganz legitim. Neue Informationen bedingen auch eine neue Entscheidung. Und das dürfen wir machen. Und wenn wir davor in der Ansicht gewesen sind, A, und heute sind wir B-Ansicht, dann ist es so. Das dürfen wir sein und das hat nichts mit Gesichtsverlust zu tun, das hat was mit Erkenntnissen zu tun und auf dem Weg der Erkenntnis neue Entscheidungen zu fällen. Ne? So, schauen wir mal nochmal. Ich glaube, wir haben aber ziemlich umfangreich das jetzt nochmal gelöst. Ah, eine Kleinigkeit fehlt noch. Na gut, dann schauen wir. Eine Entscheidung aus einer Emotion herauszufällen, wo wir wissen, in diesem Moment kann ich keine gute Entscheidung fällen. Also wir sind jetzt stinkesauer auf gut Deutsch, auf irgendjemand und in dieser Situation jetzt so eine Entscheidung, wo gerade die Emotionen richtig hochkochen, da ist manchmal eine kluge Entscheidung nicht möglich. Also diese Entscheidung aus einer Emotion heraus, aus einem Emotion heraus, so nennen wir das jetzt, und wo wir eigentlich mit dem Arsch eigentlich alles einreißen, was wir uns aufgebaut haben, diese Fehlentscheidung nehme ich jetzt vollständig raus aus dem System aller Beteiligten und die Entscheidung zu vertagen, kann auch eine kluge Entscheidung zu sein. Heute bin ich zu emotional, heute kann ich keine vernünftige Entscheidung treffen. Ich vertage die Entscheidung darüber und werde eine Nacht drüber schlafen. Das spiele ich jetzt bei uns ein, diese Fähigkeit. Also Partnerschaft, große Entscheidung, Job, solche Geschichten. Ne? Wenn wir merken, wir sind nicht mehr Herr unserer Sinne, weil wir sind so im Adrenalinschub, dann macht das Sinn, einfach zu sagen, okay, heute nicht. Ich denke mal in der Nacht drüber nach und morgen entfälle ich die Entscheidung. Dann aus einer anderen Stimmung heraus. Ne? Das fühlt sich gut an. Das war ein guter Aspekt nochmal. Wie weit sind wir jetzt?
Das hat gefehlt, das hat gefehlt. Das war gut. So, nochmal schauen. Unfähigkeit, schwere Entscheidungen zu fällen. Ich will das jetzt nicht gar nicht sagen, was ich meine, aber wer ein Tier hat und man muss einschläfern oder solche Geschichten, das sind alles schwere Entscheidungen. Ja. Die Unfähigkeit, schwere Entscheidungen zu fällen, nehme ich jetzt vollständig aus dem System von allen Beteiligten jetzt heraus, in diesem Leben, frühen Leben, Parallelwelten, allen Dimensionen, allen Zeiten. Und die Fähigkeit, auch schwere Entscheidungen zu fällen, weil sie notwendig sind, in dem Falle, so ist es gemeint, spiele ich jetzt ein. Entscheidungen fällen nach bestem Wissen und Gewissen und auf einer Basis einer korrekten moralischen Instanz, so würde ich es jetzt mal nennen, keinen anderen zu schädigen und so weiter. Sie wissen, was ich damit meine. Diese Basis, die muss stimmen. Wenn ich die Basis verlasse und dann sage, okay, ich entscheide mal, den zu bestehlen, weil das fühlt sich für mich gut an, dann habe ich ein paar Euro mehr. Das ist eine falsche moralische Basis dabei. Ne? So. Ich denke, ich glaube, fühlt sich gut an. Ich glaube, da haben wir einiges gemacht. Ist auch ein großes Thema. Ne? Man kann das endlos weiter aus die Ränder noch ausleuchten. Und in diesem Video, ich glaube, wir hatten so Ähnliches schon, aber in diesem Video haben wir schon nochmal andere Aspekte gebracht. Insofern macht es seinen Sinn. Ja, meine Damen und Herren, vielen Dank für Ihr Vertrauen, für Ihr Zusehen. Ein endlos wirksames Video, wenn Sie irgendwo ein Thema haben, wo Sie sagen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Und wenn Sie dann diese 20 Minuten, die wir jetzt vielleicht aufgenommen haben, nehmen, dann schauen Sie das Video an. Vielleicht fällt es Ihnen danach leichter, um zu sagen, ja, jetzt habe ich das Gefühl, die richtige Entscheidung fällen zu können. So ist es gedacht. Oder eben vorbeugend, Sie sagen, ich muss jeden Tag und es fällt mir schwer, dann schauen Sie das Video gerne auch. Und das kann man sicherlich auch mal wiederholen. Ne? Vielen Dank für Ihr Zusehen, vielen Dank für Ihr Vertrauen. Machen Sie es gut, Ihr Cornelius von Lessen, energetischer Heiler. Bis bald.